Beispiel sagen. Ja, das gehört zu uns, alles gut. Ja, gut, alles klar. Hast du eingestellt? Warte. Eine Minute. Ja, geht. Wir hatten nur ein kleines Funkproblem. Jetzt geht das aber alles. So, alle vier am Start, Jack. Check. Kann alles losgehen. Perfekt. Ich fange ein. Ja, ich bitte drum. Okay. Jo, geht los. 1%. Ja, wahrscheinlich sind die schon da. Perfekt. Wenn ich vor die Tür gehen soll, nicht machen, sag Bescheid. Sag mal, kann das eigentlich sein, dass die Polizei das nur eine Sache gerade auf dem Schirm hat? Das wäre richtig witzig. Hoffentlich Morrison. Ja. Das wäre echt gut. Wie viel sind denn da? Ich glaube, die sind auch zu viert, ne? Nee, ich meine, wie viele Polizisten? Achso, Moment. Schon angefangen jetzt? Ja, 7%. Ist der Alarm schon los? Ich habe noch nichts gehört. Aber es stand dort ja Alarm. Also wenn ich das richtig sehe, wenn noch eine gemacht würde. Das kann sein, ja. Also wenn ich das richtig sehe, sind genau 6 in Dienst. Wow, okay. Ach du Scheiße. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wie kann ich helfen? Ah, den komme ich jetzt schon mal vor hier fahren. Was ist ja. Kommen Sie mal hinter, kommen Sie mal hinter den Tresen hier bitte. Vom Tresen? Ja, ganz genau. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Willkommen bei der Commonwealth Bank. Ja, ich wollte gerne mal die Bank erkunden, was jetzt so gibt hier. Ja, also wir haben ein wunderbares Willkommensangebot für Sie, wenn Sie Interesse haben. Was ist das denn? Ja, das ist, wir haben ein Willkommensgeschenk plus. Du willst ihn jetzt nicht abfüllen, oder? Plus, ein Startbonus, wenn Sie Interesse dran haben. Startbonus, das hört sich ja interessant an. Ja, also das sieht folgendermaßen aus. Sind Sie neu im Starte? Nee, ich bin schon länger hier. Oh, kleiner Augenblick, kleiner Augenblick mal ganz kurz, bitte. Ja, schönen guten Tag, ich wurde gerufen wegen der kaputten Alarmanlage. Guten Tag, sind Sie der Techniker? Ja. Ja, dann bitte einmal durchgehen und in den zweiten Stock. Alles klar, ja, lassen Sie die Tür bitte offen, ich muss noch dreimal ins Auto. Ja, ich, das ist eine Sicherheitsbank, ich muss sie leider schließen, aber sagen Sie einfach Bescheid dann. Ja, mach ich, danke. Alles klar. Darf man sich auf die Bank erkunden, was hier so für Räume gibt? Nee, das ist leider nicht möglich. Das ist ja immerhin eine Bank, ne? Ich war noch nie im Tresorraum. Ja, das können Sie gerne machen, allerdings nicht jetzt. Das ist aber schade. Ne, also wenn die Bank gerade nicht besetzt ist, dann ist der Tresor eh freistehend aufgrund von Souvenir. Ach, ja, genau. Souvenirs mitnehmen. Kein Problem. Wie bitte? Da kann man Souvenirs mitnehmen. Da könnte man theoretisch Souvenirs mitnehmen. Mit anderen Worten, Sie hätten die Möglichkeit, ja, bestimmte, ich sag mal, Souvenirgänge absolvieren, ne? So nach dem Motto. Allerdings muss, dafür muss das gerade für Touristen auch offen sein, so nach dem Motto. Das ist nicht anders möglich. Ja, das ist aber schade. Ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt mal die Bank so genauer angucken. Ja, das generell, wie gesagt, das kann man machen, allerdings nicht heute. Das ist gerade ganz schlecht. Ja, aber was ist denn jetzt mit meinem Willkommensbonus? Ja, wenn Sie da Interesse haben, dann können wir das gerne abwickeln. So, also folgendermaßen. Was ist das denn genau für einen Bonus, hat man da so? Ja, das sage ich Ihnen gerne. Also, wir haben hier einmal den Vertrag, den legen wir jetzt einmal hier raus. So. Lesen Sie, Sie lesen jetzt praktisch da, grundsätzlich, ja, kein Problem. Lassen Sie den Herrn bitte raus. Dankeschön. So, also grundsätzlich, müssen Sie. Guten Tag, Herr Officer. Oh, Scheiße. So. Ich hab Rotbrennen. Verdammte Kacke. Sie haben Sodbrennen. Darf ich mal kurz stören? Ja, selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Wir haben hier gerade
wir haben gerade einen Notruf bekommen, dass hier irgendwas mit dem Alarm nicht so funktioniert. Ach so, ja, das kann ja, unter Umständen dazu. Haben Sie denn damit zu tun hier? Nee, das ist. Guten Tag, Herr Officer, kann ich vielleicht mit Ihnen sprechen? Ja, selbstverständlich. Weil das ist nur ein ganz normaler Kunde, der ist nicht zuständig für die Bank. Aha, ist hier, was haben Sie denn hier hingestellt? Ja, das ist ganz. Nee, das ist ganz normal, das ist momentan gesperrt, da kommen Sie auch nicht so leicht, oder? Ich komme mal gerne. Ja, kommen Sie sonst hier links einfach rum. Ja? Wunderbar. So, guten Tag erstmal. So. So. Wir kommen bestimmt weiterhin. Das ist richtig. Sie kommen bestimmt wegen, weil Sie einen Alarm erhalten haben, richtig? Ja, ja. Das ist korrekt. So, folgendermaßen. Wir haben momentan einen technischen Defekt bei uns. Deswegen ist der Techniker auch da. Wir haben das Problem, dass wir die Sicherheitstür, also unseren Tresor-Sicherheitstür, schließt momentan nicht richtig und löst auch ständig den Alarm aus. Ja. So, und deswegen haben wir den Techniker gerufen, der jetzt hier die ganze Zeit herumwerken ist, und der sollte das Problem eigentlich in Kürze lösen können. Sollten Sie nicht wenigstens... Ganz kleinen Augenblick mal ganz kurz, bitte. So, Verzeihung, ich hatte gerade okay, ein paar Stimmen in meinem Kopf. So. Ich bin hier der Sicherheitsbeamte. Können Sie bitte. Sorry, was hatten Sie eben gesagt? Ja, ich sagte, Sie sollten die Bank jetzt vorübergehend erstmal schließen im Moment. Wieso sollten wir die Bank denn schließen? Unsicher, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt auch noch die Sicherheitstür da auch noch auflassen, dann kommt ja gleich jeder rein. Ja, die Sicherheitstür ist nur offen wegen den Techniker, damit er dann dementsprechend. Halt ein bisschen hin. Der hat ja wohl sicherlich eine Karte von Ihnen bekommen, dass er hier rein und rauskommt. Ja, warum? Ich meine, Sie kennen das doch selber. Sie können. Oder ich muss die Polizei dafür beauftragen. Gibt es da Schwierigkeiten? Ja, offenbar schon. Gehen Sie bitte. Danke. Sehr geehrter Kunde, haben wir ein Problem? Bitte einfach raus. Sie merken doch gerade, dass ich jetzt mit der Staatssicherheit hier reden muss und wir können keinen Vertragsabschluss momentan machen. Das tut mir auch furchtbar leid, aber generell... Ich kann nicht handgreiflich gegen Sie werden, aber die Polizei darf das schon. Sie müssen sich im Moment gedulden, ja, müssen Sie derzeit rausschicken. Die Bank ist vorübergehend geschlossen. Ja, aber jetzt können Sie aber gehen. Danke. Jetzt haben Sie noch einen Mann übrig, der vorne die Tür bewacht, dass hier keiner mehr reinkommt. Nein, das gehört eigentlich nicht zu unserem Sicherheitsstandard, weil wir ganz normal Kunden nicht. Normalerweise da empfangen, wo sie sind. Ja, aber... Wie gesagt, die Bank ist ja geschlossen. Die Bank ist ja eigentlich offen. Mal ein paar Kollegen, die dafür sorgen, dass hier keiner mehr reinkommt. Ja, das ist... also generell... Der Sicherheitsbeamte kann schon die Tür zumachen. Und du so, Moment mal ganz kurz. Die Tür auf einem Schalter, dass die zu ist. So, wo ist jetzt erstmal... So, Sekunde, tut mir leid, jetzt bin ich gerade ein bisschen sauer. Der Techniker, können Sie mal ganz kurz herkommen, bitte? Günther. Kleiner Augenblick, bitte. Wenn Sie hier schon die ganze Zeit durchlaufen, könnten Sie bitte auch die Sicherheitstür schließen. Sie haben schließlich eine Karte dafür bekommen. Das ist eine Bank. Der Sicherheitsbeamte meinte, der macht das. Günther? Ja, die Tür. Aber doch nicht die Tür. Wenn du auf die Tür hier aufpasst, dann sicher ich vorne ab, dass keiner mehr reinkommt. Nee, ich brauch die schon hier, das tut mir leid. Aber ich brauch die schon hier einfach aus dem Grund, das ist unser direkter Zugang zum internen Bereich und da darf niemand rein. So, also, Herr Officer, Herr Techniker, Sie dürfen weitermachen. Ja. So, Herr Officer, tut mir leid für die ganzen Umstände. Ich mach mal ganz kurz die Tür zu. So, also, generell ist das ja so, dass die Bank offen hat. Wir haben ja nur ein technisches Problem. Deswegen brauchen wir dementsprechend auch keine Sicherheitsbeamten oder sonstiges hier. Wir können die Leute ganz normal bedienen. Bloß größere Auszahlungen im Bereich über 100.000 Dollar sind momentan schlecht möglich, weil die Tür, wie gesagt, klemmt. Aber dafür ist der Techniker da. Dementsprechend sollte das ja bald wieder funktionieren. Die Tür oben ist also zu. Das ist soweit richtig. Deswegen ist der Herr da. Der da. So, jetzt ist wieder zumachen hier. Also jetzt mal erwähnen noch, dass ein Mitarbeiter verschwunden ist und ihr wisst nicht wo. Wie bitte? Erwähnen noch, dass ein Mitarbeiter verschwunden ist und ihr wisst nicht wo und ihr habt immer Probleme damit. Nee, das war. Das war eine ganz normale Techniker. Wir kennen die Firma schon länger, ja, also den Techniker selber nicht unbedingt. Na, normalerweise muss man hier jedes Mal, ich hab das Gefühl, der schleppt hier einen Dollar nach dem anderen raus. Ja, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich meine, wie gesagt, die Tür ist ja verschlossen. Und wir haben... Kann ich mich davon mal überzeugen?
Dass die Tür verschlossen ist? Ja. Sobald der Techniker probieren. Wiederkommt, kann der Beamte mit hoch. Ja, der Techniker muss die Tür blockieren. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Ist denn hier... Wo ist denn mein Sicherheitsbeamter da links da? Ich bin da, ja. Die sind da, wunderbar. Gut. So, ich werde die Tür jetzt öffnen. Sie können jetzt die Tür betreten. Ich darf leider keinen hier reinlassen. Clemens. Doch, doch, das ist in Ordnung. Ich bin dein Vater. Das solltest du langsam mal wissen. Also, wenn ich jetzt sag... Quatsch. Na, Leitstelle, Lakeside für den Fahndungsführer, komm. Ja, genau, den meine ich. 70%. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, technischer Defekt. Hier ist gerade ein Techniker am Arbeiten. Offenbar klemmt oben die Tür. Ich habe erstmal veranlasst, dass hier keine Kunden in die Bank kommen. Deswegen würde ich vielleicht mindestens einen Beamten mal beten, dass er vorne die Tür sichert. Ansonsten werde ich mich jetzt davon überzeugen, dass oben die Tür klemmt, dass er... Ich werde die Tür vorne sichern. Ich lasse mir ein Märchen erzählen. Ne? Komm. Herr Officer. So. Ich sichere die Tür. Sag mal, weißt du eigentlich, wo ist eigentlich Bruce? Wo ist eigentlich Bruce? Ja, das ist super. Na gut. Gut, ja, Herr Officer, darf ich Sie nach oben begleiten? Genau, das machen wir. Ja, selbstverständlich. Weiter. Der Techniker stellt sich direkt vor die Tür, bitte. So. Dass der Officer nicht reinkommt. Kleiner Augenblick. Ich müsste Sie einmal bitte darum bitten, sich umzudrehen, weil das ist der Primary Code. Der Techniker kann ja auch sagen, dass er die Tür jetzt nicht aufmachen darf, da sonst die ganze Arbeit umsonst war. So. Jetzt ist die Tür offen. Ja, oder so. Dann gucken wir mal. Stolpern Sie nicht. So, ja, das ist gewohnt, ich mache das ja schon länger. 80%. So, wie weit sind Sie denn daher? Ja, das dauert noch einen Moment, weil jetzt können wir auch gerade hier nicht mal probieren, weil sonst bricht das ganze Ding ab und das verriegelt wieder komplett. Na super. Das heißt, jetzt nichts anfassen, ich versuche das hinzubekommen. Ja, beeilen Sie sich bitte. Was ist denn das überhaupt für ein System hier? Ein 3470er oder was ist das hier? Ach, das müssen Sie den Techniker fragen. Wissen Sie, was das ist? Ja, das ist ein 582er mit doppelter Verschlusstechnik, deswegen haben wir gerade ein Problem mit dem Zahlencode, der hier unten ist. Mhm. Weil der stimmt nicht so ganz. Ja. Hat irgendjemand was versucht hier falsch zu machen? Und Sie sind auch bei was für einer Firma sind Sie angestellt? O'Brien Corporation. O'Brien Corporation? Ja, O'Brien. O'Brien. Haben Sie da irgendwie mal auch einen Ausweis oder sowas für mich? Ja, na, selbstverständlich. Zeig ich mal kurz meine Karte. Hier, bitteschön. Dann sind Sie da irgendwie Teilhaber oder der Chef vielleicht oder was? Ja, ich bin der Teilhaber bzw. auch Chef. Ja, ich mache das mit meinem großen Bruder zusammen. Also teilhabender Chef. Ja, richtig. Okay. Und bei Großkunden wie hier die Bank, da machen wir Moment, da wie halt persönlich vorbei. Wie war dein Name nochmal? Wir hatten uns ja gar nicht richtig vorstellen können. Ja, O'Brien. Achso, dann bist du der Bruder von. Achso. Ja, jetzt verstehe ich das Konzept. Ja, ja, dann ist der hier auf jeden Fall mehr als vertrauensselig. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall bestätigen. Wie gesagt, also das wäre das Erste, was Sie machen sollten, wenn Sie hier oben jemanden dran rumfummeln. Naja, ne? Sie müssen das so betrachten. Sie müssen das so betrachten. Wir sind Vertragspartner, das schon seit Jahren. Das ist der Punkt. So ist es nämlich. Der Bank hier, der hat halt bisher immer nur mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Ja, also für mich war das eigentlich vollkommen in Ordnung, dass er mir seinen Ausweis gezeigt hat, wo die Firmennamen drauf stand. Wie er heißt, ist mir ja egal. Wenn der Chef, also in dem Fall sein Bruder, sagt, das ist ein Techniker, der was drauf hat, der kann uns helfen, dann schicken wir uns bestimmt niemanden rum, der nicht vom Fach ist. Dementsprechend ist das völlig in Ordnung. Ja, na gut. 94. Würde ich ihn mal nicht aufhalten. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie hier machen. Ja, ich denke mal, das sollte bald wieder funktionieren. Okay. Bin ich auch ganz hier auch normal entstehen. Weiterarbeiten und der Kundenbetrieb kann wieder aufgenommen werden. Ja, das ist richtig. Ja, wie Sie mitbekommen haben, ich habe da erstmal einen Kollegen unten abgestellt, der dafür sorgt, dass hier keiner mehr rinkommt. Ja. Das war wunderbar. Also wie gesagt, ich bin da ehrlich gesagt immer noch ein bisschen erbost drüber, weil sie damit unseren Kundenverkehr aufhalten. Aber naja, gut. Dann müssen wir das halt so machen. 97. Ja. Achso, ja, dann können wir hier wieder runter. Und dementsprechend kann ich ja dann die Kaltakquise zumindest vor der Bank starten, ne? So, und dann, wie gesagt, Sie sollten wirklich daran denken, schließen Sie diese Tür hier. Ja, wo ist denn... Moment. Ich glaube, ich habe gleich noch einen Job für die Techniker. Die sollte nämlich normalerweise von alleine schließen.
So. Die natürlich nicht. So. So. Dann haben wir. Ist ja alles safe? Hier ist alles in Ordnung. Super. Ich müsste mal noch ganz kurz ans Auto. Kam keiner. Ich müsste noch mal ganz kurz ans Auto. Wir müssen ins Auto. Ich mach den. Ja, dann machen sie das. Ihr könnt in die Position. So. Wo ist denn Ihr Kollege überhaupt? Ich dachte, Sie wollten das hier absichern. Ich denke mal. Ach, da hinten. Da steht er schon. Alles klar. Gut, perfekt. Ja, offenbar gibt es in Morrisontown eh nicht einen Defekt oder irgendwas ist da los. Nö, also Morrison habe ich mitbekommen, dass da tatsächlich ein Banküberfall stattfinden soll. Ja, deswegen. Ey, ich bin dann gleich wieder da. Ich melde mich dann morgen, ja? Moment. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen. Gut. Zum Glück haben wir die Police auf unserer Seite, das ist ja super. Darf ich mal durch? Ja. So, super, danke. Achso, du willst auch mit. Ja, bleib mal ganz kurz da, bitte. Ist alles safe? Safe. Haben wir es gerade echt durchgezogen? Alter, ich warte noch, ist nichts vorbei. Immer wieder nach unten lieber. Ja, okay. Kann ich aus dem Tresor raus? Check. Ja, Also die Tür wieder zu, jetzt wissen wir, wo sie waren. Versuche irgendwie ganz normal aus der Bank rauszulaufen. Zum ATM am besten. Man darf es nicht gleich auf den ATM machen. Nee, darf man nicht. Big Schlaf im Sicherheitsbüro nebenan, da wo ein Sicherheitsbeamter auch ist. Ja, perfekt. So, der Techniker. Das heißt, wo laufen wir? Hier mal durch. Danke. Ja, wenn der Polizist jetzt gleich nochmal reinkommt, zeigt er ihm den Tresor. So, also folgendermaßen. Ja. Sie sind soweit fertig, haben Sie gerade gesagt, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie nochmal gucken. Das Ding ja, weiß ich nicht, ob der Sheriff da jetzt Interesse dran hat. Also generell können wir die Bank jetzt wieder öffnen. Können wir jetzt öffnen. Wir können jetzt wieder öffnen, weil ja, der Fehler ist behoben. Auf jeden Fall nochmal vergewissern, dass da oben alles in Ordnung ist. Ja, wenn Sie das machen wollen, von mir aus. Ja, sehr gerne. Ja, dann folgen Sie mir mal. So, einmal zur Seite bitte. Müssen Sie noch mal rein? Ja, selbstverständlich. Mit den Officer zusammen. Bitteschön. Danke. Dann sichere ich vorne die Tür wieder ab. Ja, ich bitte drum. Falls jetzt direkt Kunden reinkommen sollten, ne? Hier noch mein Werkzeug. Hallo. Im Klemmoment dauert es noch. Naja, egal. So. Machen wir nochmal einen Testlauf hier. Einmal bitte. Danke. So, einmal begleiten bitte. So, aufpassen. Der Final Core kommt. Hier wird gedreht und ja, das funktioniert. Ja, perfekt. Super. Öffnet sich wunderbar. Öffnet sich wunderbar. So muss das sein. So, gucken wir mal, ob hier alles in Ordnung ist. Ja. Da haben wir das. Die sind da Kratzer. Wie lange sind die hier schon? Kratzer? Die Kratzer hier, das ist aber auch nicht neu, oder? Sekunde mal ganz kurz. Boah, so. Wo sind die Kratzer denn? Damals beim Einbau entstanden. Hier an der Tür, am Schloss, da stimmt doch irgendwas nicht. Meinen Sie die Kratzer? Ja. Ja, die sind damals beim Einbau entstanden. Das Problem ist, wir haben leider. Ja, das ist richtig. Das Problem ist, naja, Sie kennen das Bankgeschäft ja vielleicht nicht ganz so gut wie ich, aber grundsätzlich. So viel bleibt da auch nicht übrig bei. Dementsprechend müssen wir halt auch nicht die allerteuersten Arbeiter beschäftigen. Dementsprechend haben wir die netten Polen geholt und die haben uns das eingebaut. Ich sag mal so, Funktion wunderbar, optisch nicht das Schönste, aber meine Güte, solange es funktioniert. Gut, haben Sie dann irgendwie, keine Ahnung, Dokumente, was hier an Geld lag und ob jetzt eventuell doch irgendwas fehlen könnte? Ja, das haben wir unten, im Büro. So, dann gucken wir da mal nach. Ja, gerne doch.
Haben Sie das Gefühl, dass wir hier Ja, das ist halt, wissen wir, in letzter Zeit auch Standardprozedur ein bisschen wahrscheinlich, ne? unterwegs. Ich muss da nochmal ganz kurz an die So. Tür ran. Ja. Huch, was machen Sie denn da? So, ich muss mich leider davon vergewissern, dass die Tür auch schließt. So, da sehen wir sie zugehen. Das sollte von alleine jetzt funktionieren. Alle Haken sollten wieder einrasten. Ja. Sag, eigentlich dürfen wir Das sieht keine perfekt. Angaben geben zu dem Geld, wie viel ihr Normal, lagert und nichts wie viel mehr. weg ist. Ja. So, dann darf ich Sie einmal begleiten, einmal geradeaus in mein Büro. Sehr gut, mach ich jetzt So. Feierabend oder soll ich jetzt Ach noch so, mal ja, hier aufs Klo? Sie bekommen noch, die Rechnung machen wir wieder per Überweisung, ne, so wie immer. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich muss sowas unterschreiben, glaube ich, ne? Ja, das ist richtig. Ich gebe Ihnen Hier. einmal die Rechnung. Ja, So, danke. bitteschön, einmal bitte unten links. Ja, hier, ne? Ja, genau da. Noch Ja. einmal, soweit Ja. jetzt nochmal hier, da auf der dritten Seite, da unten rechts. Ja. Ja, perfekt, super, da haben wir Ja, es. super schön. Dann haben Sie hier noch Ihren Durchschlag. Ja, vielen Dank. Darf ich mich verabschieden, Herr Officer? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dann wünsche ich Ihnen auch Danke, einen bis schönen zum Tag. nächsten Machen Mal. Sie es gut. So, ich schließe einmal die Achso. Tür. Ja. Ja, was ist denn? Ja, ich lege die Karte hier vorne hin. Ja, geben Sie einfach, dass den Sicherheitsmann da vorne steht. Ja, so verstanden. Danke. Und schließen Sie die Tür. Ja, habe ich doch. Danke. So, also. Scheiße, jetzt wäre das Geld geben sollen. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Das sind Ihre Papiere hier? Ja. Das ist ja schon ein bisschen Wo durcheinander, bist du oder? denn? Das ist jetzt Ich ein bin im Stapel. Sicherheitsbüro. Kritisieren Sie jetzt einfach Oder? meine Ja. Arbeitsfähigkeit hier, oder? Na, ich sag mal Wenn so, jemand wenn kommt, hier sagt, du hast ein die Brand Kameras ist, im wir Auge. haben da bestimmt Ja, auf noch jeden was Fall. anderes Kannst du hier. mal Können Sie gucken, den Computer ob mal anmachen da? die Ja, das kann Ding ich machen. offen ist, die Garage, ob ich da raus kann. So, Moment. Ich muss noch meine Wir letzten brauchen einen Daten Augenblick, das ist noch Windows hinterlegen. 6.9. Jetzt will er hier schon wieder drin. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, ich habe meinen Werkzeugkasten vergessen, das tut mir leid. Wären Sie so nett, mich zu begleiten? Sie haben Ihr Werkzeugkasten vergessen. Ja, also da fehlt mir noch so eine kleine, so ein kleiner Stift, den ich immer brauche. Das ist so ein Ja. Spezialwerkzeug. Ich muss gucken, ob der da oben liegt, weil das kostet einiges, Ja, das so. kleine Ding. Ja, dann kommen Sie noch mal rein. In Ordnung für Sie, Herr Officer. Ja, So. ich bin hier nicht der Chef. Herr Ja, ich weiß Officer, nur. darf ich Sie noch mal bitte in mein Büro begleiten? Beziehungsweise ich komme sofort, ich werde ganz kurz den Herrn mal eben nach oben führen, ja? Ja, machen wir. Wunderbar, danke Ihnen. Mann, wo ist denn dieses Scheißteil? Das muss doch hier irgendwo liegen. Sag mal, haben Sie es jetzt mal gefunden? Ich habe die ganze Tagzeit, da unten wartet noch jemand auf mich. Ja, ich bin doch dabei. Was soll ich hier Ja. machen? Guck dir doch, siehst du, bei diesem Teppich, wie soll man da so ein kleines Scheißding finden? Ja. Hast du es jetzt gefunden? Alle, ja, guck mal hier. Hier, Ja, das wunderbar. steckt sogar noch in der Tür drinnen. Ja, Ja, super. super. War ja auch kein Wunder. Danke mich. Ja. Ich bedanke mich auch. Könnt ihr mir nochmal die Tür aufmachen, weil ich habe ja jetzt keine Karte mehr, die habe ich schon den Kollegen da vorne gegeben. So, einmal durch. Dankeschön. So, einen schönen Tag wünsche ich. Ja, ebenso. Tschüss. So, verzeihen Sie bitte. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss bei dem Kollegen fragen, ob sie mal kurz hier irgendwo was frei machen könnte. Gut, also, mein PC ist soweit hochgefahren. So, dann checken wir einmal das System hier. Passwort London? Ist das jetzt Ihr Ernst? Haben Sie da nicht was Besseres auf Lager? Ist das jetzt Ihr Ernst? Ja, Sie hätten ruhig sagen, weiß ich doch nicht, wenn Sie jetzt ein Passwort eingeben, das hätten Sie ruhig sagen können, dass ich das nicht sehen soll. Ich sage jetzt mal dazu nichts. Jo, gleich. So. Sehen Sie? Dürfen ruhig näher reinkommen. Ich kenne mich ja damit den ganzen Programm hier nicht aus. Ja, Sie sehen Ja, ja die Zahlen. bis zum nächsten Mal.
Da steht ja ein Haben und ein Soll. Sehen Sie das da? Auf der linken Seite Haben, auf der rechten Seite Soll. So, und in der Mitte... Haben Sie auch hier einen Überblick über die Goldreserven und so weiter? Selbstverständlich, da ist alles hier gespeichert. Das ist das allerneueste System. Okay. So, also folgendermaßen. Links haben wir Haben, rechts haben wir Soll. Die Summen sehen Sie. In der Mitte steht... Doch recht einfach aufgelistet, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. So, und in der Mitte steht eine 0. Das bedeutet, wir haben genauso viel Haben wie Soll, dementsprechend ist alles richtig. Ja, also mit dem Gold werde ich mich noch mal kurz überprüfen. Wie steht, Sie haben 687 Goldbarren? Das ist richtig. Haben Sie immer so viel? Nö, das kommt drauf an, ne? Okay. Gut, ja, das sieht soweit alt in Ordnung aus. Ja. Auch wenn ich Angst habe, dass die Papiere hier vielleicht irgendwie mal abhanden kommen oder so. Ja, dann schauen wir mal, die werde ich mit Gold alt in Ordnung ist. Ja, gerne. Die werde ich mit Sicherheit auch noch wegsortieren, keine Sorge. Aber Sie machen Ihren Job, ich mache meinen, ne? Ja. So. Dann vergewissern wir uns noch einmal. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß hier? Wieso ist denn jetzt hier offen? Was ist denn mit Ihrem Sicherheitsdienst los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. So, also. Wo ist das Problem? So. Ich werde gleich mal ein Wörtchen reden mit den Zuständigen. So, da haben wir unser kleineres Golddepot. Das ist jetzt hier gerade zum Entstauben auf den Tisch gepackt. Ansonsten finden wir hier unter L. Ja, da ist alles drin. 200. Da ist auch alles drin. 400. Oh, nee, der war falsch. Moment. So, da unten. 600. Achso, haben Sie das schon dazu gezählt? Achso, dann. Ja, haben Sie noch irgendwo was? Boah, gute Frage. Jetzt haben wir nur noch den kleinen Goldschmuck. Moment. Das wird zwar als. Es ist zwar Schmuck, aber wird trotzdem als Gold behandelt in der Kartei. Also da so. Müssen Sie mit Ihren Papieren irgendwas stimmt da nicht. Nee, das ist internationaler Standard. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wie, wenn ich jetzt nach Goldbarren suche, dann ist das nicht unter Schmuck zu finden. Nein. Das ist ja nicht nach Barren sortiert, das ist nach Kilo sortiert. Nach Gewicht. Kilo? Ja. Boah. Also ich glaube, da haben wir hier bald noch einen Großeinsatz. Das muss ja halt überprüft werden hier. Naja, also grundsätzlich... Wenn ich das mal so durchrechne, fehlt hier ein Goldbarren. Ein Goldbarren fehlt? Ja. Und wenn ich mir das hier angucke, das Tor war schon wieder offen hier, die Dingens, also... Welches Gewicht hat der Goldbarren denn? Also was haben Sie dann jetzt... Hab ich doch nicht. Keine Ahnung. Moment mal ganz kurz. Wenn er das nicht weiß, wie wir das dann ausrechnen? Dann machen Sie mal hier wieder zu. Ja, wir machen das jetzt mal zu und wir werden uns gleich mal ganz kurz unterhalten mit den zuständigen Leuten. Und wenn das jetzt in keinster Weise aufgeklärt wird, dann würde ich Sie nochmal bitten, eine kleine Ermittlungseinheit hierher zu schicken. Ja, die sind halt gerade auch ganz schön im Einsatz. Die sind im Einsatz. Zur Verfügung, ja. Das ist schlecht. Die Bank ausgeraubt. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, aber eigentlich ist das ja auch nicht meine Aufgabe. Sie sollten sich ja darum kümmern, ne? Also momentan komme ich vielleicht gelassen vor, aber ich bin gerade stinksauer innerlich. Das glauben Sie mir nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin gerade echt richtig angefressen. Gut, also ich glaube, ja, Moment. Sollten vielleicht nochmal die Sicherheit und ihr... Du! Kannst du mir mal bitte beantworten? Kannst du mir bitte mal beantworten, wann da oben ein Goldbarren fehlt? Ich habe niemanden reingelassen. Wer ist der Einzige, der heute... Wer ist der einzige Mensch? Oder wer ist... Wer... Whatever! Wer war da oben? Wen hast du alles durchgelassen heute? Du warst da, ich war da. Ja? Und Bruce war da, sonst war da keiner. Ja, Bruce ist ja offenbar nach Hause. Den sehe ich hier nirgendwo. Ja, der war da, ich war da, du warst da. Ja, dann der Officer noch? Der Officer, aber der hat ja nichts genommen. Nee, der hat mit Sicherheit nichts genommen.
Ja, sicher, dass da was fehlt. Habt ihr alles durchgerechnet? Ja, der Offizier hat mitgezählt. Und das Ding ist, wer hat das denn durchgerechnet? Das war der Sheriff. Wir haben das zusammen überprüft. Hä, welchen Gold-Kilo-Preis haben Sie denn genommen? Nee, nix Kilo-Preis. Ein Barren fehlt. Ja, ein Barren ist ja wie schwer? Das weiß ich doch nicht. Also, dann können Sie das ja auch nicht durchrechnen, richtig. Wir haben da ja Zettel mit Angaben drauf, die jede Woche erneuert werden. Weil der Goldpreis, der steigt ja auch und sinkt. Und ohne diese Unterlagen können Sie das ja nicht durchrechnen. Ja, Moment mal ganz kurz. Das ist ein Familienunternehmen. Ich bekomme das ja klein auf mit. Moment mal ganz kurz. Sie hatten doch gesagt, Sie hatten optisch gesehen, als wir das erste Mal drin waren, dass da jetzt ein Goldbarren fehlt. Richtig? Nee. Ich habe nur gemeint, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und das wurde ja schon wieder bestätigt, als wir da oben ankamen, dass der Tresor schon wieder offen ist. Ja, das ist richtig. Offenbar, also, sag mal, ich bin gerade so ein bisschen, was meinst du, der Techniker? Ja, der macht das aber schon lange. Ja, der hat noch nie Scheiße gebaut. Vielleicht hat er auch schon, ist er irgendwann, ich meine, wenn er so viel rumliegt. Moment mal, wie viel haben Sie denn jetzt überhaupt gezählt? Sagen Sie mal die Summe, Mann. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. 686 Barren. 686. Ja, und Barren haben Sie gezählt. Moment mal ganz kurz. Sekunde. Das müssen wir nochmal ganz kurz checken. Ich bin mir, das muss jetzt ganz doppelt und dreifach geprüft werden. Weil wenn jetzt das, ich kann jetzt hier keinen, jemand zusammenscheißen. Dass im Computer die Angaben falsch sind, weil der ja runtergefahren war. So, und Sie sind sicher, dass Sie hier niemanden reingelassen haben? Hier war keiner drin. Ja, dann muss ja hier noch jemand im Haus sein. Oh nein, hier ist keiner. Ich hab keine. Also wir können gerne. Nicht von alleine auf. Naja, das ist halt die Frage. Weil wenn Sie dürfen. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass im Endeffekt die Technik auch ihren eigenen Kopf manchmal hat, ne? So. Ne? So. Wo seid ihr? 686. Okay. Ein Goldbarren. Ich bin auf Bank. Moment mal eben. Alles klar. Wie gesagt, ich liege im Sicherheitsbüro. Wenn ihr mich aufweckt, dann habe ich hier noch einen Goldbarren zum Untersuchen. Von der Wertigkeit. Nur komisch, dass ich den da oben höre. Was? Sie hören jemanden? Sie hören jemanden? Ich glaube, wir sollten nochmal nach oben gehen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also grundsätzlich, grundsätzlich ist das mathematisch alles in Ordnung, aber wenn Sie sagen, da fehlt was, beziehungsweise da ist jemand. So, was ist denn hier los? So, ist das hier Ihr Sicherheitsbüro? Das ist unser Sicherheitsbüro, das ist richtig. Okay, dann einmal öffnen bitte. Ja, gerne. Achtung, der kommt, sagt, dass du und die Goldbarren auf Wertigkeit checkst, wenn er irgendwas will. So, da sind wir im Sicherheitsbüro. So, Sie nehmen einmal die Hände in deinen Kopf. Bruce? Bruce, was machst du denn hier? Ich denke, du bist zu Hause. Was ist los? Bruce, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bin ich schon wieder eingeschlafen hier, oder was? Bruce, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nee, das geht nicht. Das ist doch nicht das erste Mal jetzt passiert. Nee, das tut mir Bruce, wir müssen. Bruce. Kennen Sie den länger? Ja, das ist mein Bruder. Das ist eigentlich mit der führt bei mir die Bank. Und was macht der hier jetzt? Der pennt. Während wir hier ein mittelschweres Problem haben. So, ich muss hier mal hier durchsuchen. Ich hab das Gefühl, wir schleppen hier was mit sich rum, was ihn nicht gehört. Problem, ne? Ich dreh durch, echt. Das hast du dir selber zuzuschreiben, Bruce, das sag ich jetzt. Hast du dir selbst zuzuschreiben jetzt hier? Aber, ja. Aber das wollte ich nicht. Ich hab langsam mal die Faxen. Du sollst das Unternehmen irgendwann übernehmen. Jetzt machst du so eine Kacke hier. Wie kann ich dir überhaupt noch vertrauen? Bruder, ich schlaf doch nachts ganz schlecht, das weißt du doch. Was soll ich denn machen? Ja. Der Kaffee ist auch nicht mehr das, was er mal war. Jetzt schieb's auf den Kaffee. Ich bin stinksauer, Bruce. Ich bin stinksauer. Das kann ich nachvollziehen. Hier. Langsam habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt hier noch weniger, als dass hier irgendwas nicht stimmt. Wieso? Was ist denn los? Was ist überhaupt das Problem? Ja, ich habe sie eben reden hören. Ja. Das,
Ich habe hier geschlafen. Nee. Also die Geschichte brauchen Sie mir jetzt hier nicht auftischen. So, ich habe doch hier geschlafen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber man hat sie da oben leise, von da unten leise hier oben flüstern hören. Ich rede manchmal im Schlaf. Und so nach dem Motto, ich hab hier noch einen Goldbarren. Ich finde hier sogar ihn aber ja keinen Goldbarren. Aha! Jetzt sag nicht, Bruce, du hast den Goldbarren geklaut. Sag du hast, bevor du geschlafen bist, da dran, guckt, ob der wie viel Wert der hat. Ja, dann darfst du eingeschlafen, du bist geschlafen. Wem hat denn diese Bank eigentlich? Herr Offizier. Offiziell ist das meine Bank. Ihre Bank. Das ist richtig. Als offiziell eingetragener Geschäftsführer wird aber trotzdem als Familienbetrieb, normalerweise als Familienbetrieb, geführt. Mhm. Herr Officer, darf ich hier mal kurz stören? Ja. Pass auf, das war wahrscheinlich im Schlaf. Ne? Ich habe im Schlaf geredet, ganz einfach aus dem Grund, weil hier noch ein Goldbein liegt, den ich auf Wertigkeit getestet habe. Und dabei muss ich wohl eingeschlafen sein. Mhm. Und das kann mein Bruder bezeugen, ich rede immer im Schlaf von Dingen, die ich davor gemacht habe. Das ist irgendwie eine ganz komische Krankheit bei mir. Sehr eigenartig. Ich kann mir das auch nicht erklären, aber jedes Mal rede ich... Warte mal. Willst du damit sagen, dass da ein Goldbarren liegt? Ja, da, den habe ich getestet. Freiheit. Und warum zum Teufel steht das nirgends im System drin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich das vergessen. Bruce. Ja. Der Computer. Wir haben ihn hier. Das Passwort nicht, aber du wolltest deine Arbeit machen. Wir haben hier einen Sheriff im Hause. Ja, das weiß ich, das sehe ich. Der ist jetzt hier, weil es hier Probleme gibt. Und das, weil du deine Arbeit nicht richtig machst. Ja, das tut mir leid. Ich will dich halt nicht wieder stören. Der PC war aus und... Komm, erzähl das Mutter. Ich habe keinen Bock mehr. Es reicht mir. Gut, das haben sie natürlich jetzt selbst verantwortet, ne? Ja, das ist so richtig, ja. Kommt am besten mal mit runter. Ja, alle raus jetzt hier. Die Bank macht zu. Ich habe keinen Bock mehr. Sag einfach, dass dir noch nie passiert so. Und das ist genau am falschen Tag. Herr Officer, ich bitte Sie auch. Und, ja. Und du vor allem, du Lump, du gehst jetzt mal direkt raus hier. Zu, dass Sie Ihre Probleme hier in den Griff kriegen, ansonsten wird die Bank... raus, und zwar sofort. Ja, ich will dich heute nicht mehr sehen. Ja, Bruder, ich bin weg. Das tut mir wirklich leid, das ist... Kein Wort heute mehr. Kein Wort, Bruce. Ja, kein Wort. So. Herr Officer, kann ich dann so gehen? Ja. Rennen solltest du. Rennen, nicht gehen. Und zwar ganz schnell. Ab. So. Sag mal bis neulich. Ich danke Ihnen. Ich werde mir wahrscheinlich überlegen. Ich glaube, hau ab! Bei Ihnen werde ich kein Geld mehr lassen. So, also. Das ist noch nie passiert, so. Wir müssen los. Also ganz generell, ich danke Ihnen für die Kooperation und für die Mithilfe. Auch für den Aufklären des Falls. Und schönen Tag. Ja, dann machen wir die Bank jetzt zu, es reicht. Mach hier Schotten dicht. Ich hab die Schnauze voll, geschlichen voll, echt. Einmal mit Profis arbeiten. Okay. Mach zu, so, wir gehen nach Hause, tschüss. Also, du kommst natürlich mit, aber... Ja. Also, ziehen wir uns noch um. Jupp. Yep. Ne, wir gehen straight weiter. Ja. Und ja. Muss ich damit leben, ich suche mir jetzt einen neuen Job und dann wird auch alles wieder gut. Ne. Ja, so. Ja, ich wünsch dir noch einen schönen Tag, ne? Ja. Bruder, komm, lass mit dir reden. Halt deine Schnauze! Bruder, jetzt komm. Hau ab! Ich doch nicht rausschmeißen. Hau ab! Das ist doch. Hey, komm mit, Bruce. Ja, komm. Günther, Blut ist dicker wie Wasser. Günther, jetzt bleib doch mal stehen. Der Blut ist dicker wie Wasser, jetzt komm schon. So, ich sag jetzt mal dir folgendes, ne? Ich sag dir jetzt folgendes. Nein, nichts sagen. Easy. Ich komm gleich zu dir, wir können gerade wirklich nicht. Okay. Das war auf jeden Fall eine Glanzleistung. Ja. Also, so.
Check da drauf.